Hallo zusammen und willkommen zurück zu Black and White. Ja, Lotti ist ja riesig geworden, oder war es zumindest? Da ist sie wieder ganz klein. Ja, schauen wir gleich nochmal bei den Wundern vorbei. Guck, es geht schon wieder. Warte, ich nehme die mal an die Leine. Vielleicht lernt sie es ja. Super Lotti. Irgendwie will die das nicht lernen. Ja, nu. Dann ist es halt so. Und wir schauen uns mal die eine Quest an. Und zwar die hier. Gott sei's gedankt, du bist es. Niemand außer dir kann mir helfen. Mein Tempel hier ist nach jedem heftigen Regenguss überschwemmt. Das Bauwerk besteht aus mehreren Ringen, die auf diesen Säulen ruhen. Bitte, ich flehe dich an. Verlagere die Ringe am Strand auf die entfernteste Säule. Dort sind sie sicher. Doch der Tempel muss korrekt verlagert werden. Der Architekt hat alles auf diesem Schild erklärt. Na also, kriegen wir hin. Mal kurz rüber waschen. Kurz überlegen. Das dahin, das dahin, dahin. Dann der hier. Oh, meine Streichholzgaleone! Stell dich jetzt nicht so an, ich soll dir ja helfen. Warte jetzt mal. So. So. Der wieder runter. Der kommt nach oben. Und das letzte Teil hier. Ich danke dir, Allmächtiger. Nie wieder nasse Füße. Als nope. Dank für deine Hilfe beschwöre ich die positiven Kräfte des Tempels. Jedes Lebewesen, das sich dem Tempel nähert, wird geheilt werden. Cool. Also ist unsere Kreatur verletzt, können wir sie einfach hier hinchecken. Das klingt doch mal super. Und du, Lotti? Ja. Dir mal die andere Leine wieder. Wir haben noch zu lernen. Guckst du? Prozent. Und dann ist sicher auch das hier wieder in Ordnung. Es kann sein, dass Dinge, wo sie sich auf sich selbst wirken kann, vielleicht nicht so gut wirken. Das sehen wir jetzt da gleich. Das geht irgendwie nicht. Erklärt vielleicht auch, wieso der Stärkungszauber ihr nicht mehr lernen konnte. Beibringen konnte. Also wir haben hier eigentlich noch viele Plätze frei. Also wir brauchen Leute, die Liebe machen. Oben ist ein Glühwürmchen. Das ist jetzt da rein verschwunden. Ne, doch nicht. Unter den kleinen. Schauen wir gleich mal nach. Ach. Weil ab und zu taucht da unten auch was auf. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Was haben wir denn hier noch für eine Quest? Oh Gott, nicht schon wieder irgendwas mit Melodien, oder? In diesen Steinen ruhen die Seelen der Ahnen. Aha. Jeder Stein hat seine eigene Stimme. Oh Gott. Man sagt, wenn die richtige Melodie ertönt, werden riesige Kräfte freigesetzt. Wenn man einen Stein berührt, beginnt die Seele zu singen.
Nur wenige Menschen kennen die Melodien. Finde sie oder entdecke die Melodien selbst. Ah, warte mal, da war doch, glaubst, da war doch irgendwo ein NPC, also so ein kleines Menschlein, das durch die Gegend läuft und irgendwie eine Melodie gepfiffen hat. War das irgendwo vielleicht hier unten? Aber das Problem ist jetzt, ja, dass ab und zu gewisse Musikstücke, Töne nicht mehr funktionieren. In dieser Version können wir das sehr wahrscheinlich auch nicht machen, die Quest. Muss dein Reich vergrößern? Ah, er hat gezaubert, dachte schon. Ja. Kazaa. Aber wenn wir Glück haben, finden und hören wir ihn. Halt ein bisschen lauschen. Nachkommen. Nahrung haben sie zumindest. Nachkommen. Bekehrter Züchter. Bekehrter Bauer. Ein Skelett. Mal weg damit. Aber lief hab er Fleisch. Mal weggeschmissen. Nachkommen. Die müssen nicht beten. Ich will nicht unbedingt Zerstörungszauber haben. Wir schauen dann noch mal kurz nach der Nahrung. Scheint alles wunderbar zu sein. Wir könnten ja mal versuchen, das nächste Dorf zu bekehren. Bekehrter Baumeister. Oh, das ist mal fertig hier. Uga Haka, die tanzen, wie es aussieht. Ich glaube, sie haben wir keine Quest hier hinten, oder? Ah ne, das ist Kazaa, oder wie er nochmal hieß. Du bist dem ehrlich seine Schildkröte. Hilf mir, Freund. Du musst mir helfen. Stress mich nicht. Da hinten. Wir müssen Hütten bauen. Schildi. Ja! Okay. Der braucht nicht mehr so glücklich aus, oder? Das Dorf gehört auch niemandem. Wir kommen ja genug weit nach oben. Nehm dich mal. Wir brauchen Nachkommen. Bekehrter Missionar. Eine weibliche Missionarin. Das sind zwei hier oben. Brauchen Nachkommen. Die Bevölkerung hat er da noch. Sieht nicht mehr nach viel aus. Ich soll 35 glauben. 48. Okay, geht ja noch eigentlich. Lotti, wo bist du? Ah, am Tempel. Ich schick dich mal wieder runter hier. Ist gut. Das sind Kiddies. Hier auch. Ah, Leben ist hart. Bekehrter Züchter. Bekehrter Züchter. Bekehrter Bauer. Oder pfeift er die Melodie ab und zu? Er gibt kein Pieps von sich.
weil auf der ersten Insel mit der Steinquest, da haben wir eigentlich die Melodie auch nicht gehört, als die Steine gespielt haben. Ja, ist so schade. Ich dachte echt, die Melodie kam von hier damals. Hat man die nur in der Nacht gehört? Ah, da ist sie schon. Ah, außenrum. Alles klar. Dann hat er noch zwei Dörfer, wenn wir das hier holen. Und cool, wie weit das man da rauszoomen kann. Da ja die alle da oben ja krank sind. Gesundheit. Geben wir denen mal ein bisschen Gesundheit. Wenn Lotti angekommen ist, ach, wird das mit dem Flugwesen? Kannst gerne mal hier hochwatscheln. Pack die Leine mal. Oh, Entschuldigung. So war es nicht gedacht. Du wagst es, in mein Reich einzudringen? Bin gar nicht in deinem Reich. Ist doch mein Reich. Ist überlappt. Was ist ein Schutzzauber? Ich greife gar nicht an. Eieiei. Hält ja nicht ewig, Gott sei Dank. Und schon ist es weg. Nachkommen. Wurde, ich glaube, 520. Wir nehmen den schon mal. Wahnsinn! Nein, ich singe jetzt nicht. Hölle, Hölle, Hölle. Ah, hat da wieder eine Barriere hingemacht. Kann da Lotti durch? Sehr schön. Na, da greift jetzt Lotti an. Lotti! Verschwinde aus meinem Reich. Finger weg. Lotti hat dich nichts getan. Mach das hier nur deine eigenen Leute ab. Guckst du Lotti hier? 17%. Gesundheit. Ja, musst halt reparieren, wenn du es kaputt machst. Oh. Er hat sein Pet an meins gebunden. Hilf mir, dieses Land vor Letis zu beschützen. Mach mal ein Stück zurück. Mal schauen, wie weit er dich verfolgt. Lotti brennt ja noch. Regen des Lebens. Mal kurz löschen. Er ist schon um einiges größer. Gar nicht versuchen, Lotti. Bekehre Letis Dörfer, Freund. Warte mal. Der will ja Lotti vermöbeln. Kann er jetzt gleich machen. Moment. Ja. Ha,
Jetzt haust du ab. Angst vor der großen Kuh. Lässt schon nach dem Trank. Schade. Was mache ich jetzt mit dir? In your face. Lass meine Kuh in Ruhe. Ist der Trank schon wieder da? Wir werden verlieren. Willkommen in meinem Reich. Da ein bisschen weg. Dann geht die Leine los. Gesundheit. Nö, Lotti schrumpft. Lotti darf nicht schrumpfen. Super Kuh. Ja, ja. Und den Trank gleich nochmal, weil das kommt zu einer Keilerei. Ist das nicht hier? Nicht anwählen. Hat hier nichts verloren. Kommen ziemlich nahe ran hier langsam, hä? Strukturinventar. Oh, habe ich Holzfolder gewählt? Naja. Ja, guck für euch. Sucht ihr jetzt zu unterbinden? Ja. 117 Glauben. Gott. Ah. War wohl wieder ein bisschen zu müde. Wurde wohl ohnmächtig. Aber hier ist auch noch nicht fertig. War ja klar. Mann! Aber die haben ja gar keine. Einzudringen. Keine Wunder eigentlich. Was haben die hier? Blitze. Wir wissen, welches Volk da dieses komische Ding machen kann. Unterwirf Letes, indem du seine Dörfer einnimmst. Ah, hier. Das obere Dorf. Das erste. Hier. Wo er mich aussperren kann, wo ich keine Macht drin habe. Wir holen Lotti nochmal hier hin.
auf die Seite. Kann nämlich das Wunder nochmal wirken. Na. Gesundheit. Gesundheit. Ah, nur 9. 33 Bevölkerung. Wird langsam Zeit, dass wir das einnehmen. Nicht, dass dann, sagt schnell. Sag der Existenz. Keine Bevölkerung mehr da ist, wenn wir sie übernommen haben. Wäre dann ein bisschen schade. Das ist immer noch der Vogelzauber. Na komm. Wir haben Holzwünsche. Jetzt warte ich, bis die Barriere komplett frei ist. Ja. Liebt mich. Da kann ich nicht helfen. Ah. Ah, shit. Er hat's unterbunden. Ja, du. Kann man nichts machen? Ah. Ist auf dem Weg. Kleiner. Wo hat er seinen Wolf? Er ist da oben. Hat wieder die Flauschileine an. Willkommen in meinem Reich. Ja, hallo. Jetzt mal dahin. Wenn wir das haben, haben wir die dann hinter ziemlich schon abgeschottet. Aber nicht mehr viele Bohnen. Gleich ist Lotti da. Was ist? Nein, Lotti. Das geht so nicht. 36 Glauben. Perfekt. Noch 18. Das schaffen wir jetzt noch. Komm. Regen des Lebens. Kann mich heilen. Hart's ab. Das ist nicht gerade der cleverste Gott. Ich frage, wie das lange, bis sie Schutz holen von ihm. Ja. Ich hab's gesehen. Wollte ich jetzt eigentlich auch, weil sie noch brennt. Gesundheit. Oh, und dann müssen wir unbedingt noch. Wer ist das? Feuer löschen. Er kommt schon wieder, dieses. Jetzt wird gekämpft. Unfair, weil Lotti ist verletzt. Ey, ich sehe es nicht richtig.
halt Wolf, das wird schwierig. Nein, wir schlupfen! Warte mal, kann ich da raus? Weil meistens kämpfe ich sie auch alleine. Darf ich heilen? Boah, da gesessen, Lotti. Er ist 2 Kopf größer als wir. Sehr gut. Sehr gut. Ja! In your face! Sehr schön. Das könnten wir echt gewinnen. Darf uns einfach nicht treffen, weil er fast doppelt so viel Schaden macht. Nein. Das war ein Fehler, Lotti. Du musst treffen, Lotti. Lotti, du musst treffen. Aus der Verteidigung raus, du Sau. Knappe Sache wird das. Nein! Viel hat nicht gefehlt, ha? Ja, bist du Größte. Immer auf die Kleinen. Das kriegst du zurück. Schnauze ab. Sag der Existenz. Wer ist hier denn? Jawohl! Vitis, mein Verbündeter, du hast mich enttäuscht. Nun werde ich, Nemesis, die Kontrolle übernehmen. Oh. Aus Bekassau. Ich lasse nicht zu, dass sie meine Pläne durchkreuzen. Ich werde der einzige Gott sein. Du hast meine Pläne zum letzten Mal durchkreuzt. Nemesis. Nein. Kassar, ich weiß, dass deine Kreatur einen Teil der Seele in sich trägt. Ich brauche das nicht. Ich habe bereits die vereinte Kraft dreier Seelen. Und damit werde ich dich zerstören. Oh. Unterwegs. Jetzt hat dieser Kerl doch tatsächlich eine Seele. Ist damit alles verloren? Ja, ich fürchte, das ist es. Gibt's doch nicht. Kassar, zertreten wie ein Insekt. Jetzt verstehe ich, was der alte Berater meinte. Die Macht der 3 Seelen muss vereint werden. Aber Nemesis sagte, er hätte 3 Seelen. Ja, aber er will verhindern, dass wir die anderen bekommen. Dann müssen wir sie um jeden Preis haben. Richtig. Da stimme ich zu. So.
wieder die vergiftete Nahrung. Die holen wir natürlich gleich wieder raus hier. Oder? Lebensmittel! Ja, vergiftete Lebensmittel. Ein Vorteil hatte er jetzt. Seine Kreatur ist weg. Im Lagerhaus gibt es fast keine Nahrungsmittel mehr. Ich weiß. Hoch damit. Wir vergiften das da oben. Jetzt ist es wichtig, was wir mal hier haben, mal kurz zu heilen. Lebensmittel. Ja, kommt sofort. Deine Untertanen haben einen Wunsch. Ja, schön für sie. Füllhorn. Wir brauchen Lebensmittel. Ja. Bekehrter Bauer. Wir brauchen Lebensmittel. Ja, wer hat da mein Holz geklaut? Mein Holz geht weg. Ist genau gehört. Seht ihr? Letis die Socke. Ja. Hat sie keine Frau mehr? Frau. Warte mal. Wie will ich hier das Dorf erweitern, wenn ich da keine Frau finde? Ja. Holz. Ja, Holz. Bekehrter Bauer. Was? Holz. Jetzt nur noch Kerle. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Ah, Mann. Füllhorn. Ein bisschen Nahrung rein. Gesundheit. Die kommt hier hin. Wo hat's eine Frau? Sonst muss eine halt hier unten ausziehen. Das ist ganz einfach. Kann ich ihr sagen, dass ihr jetzt hier wohnt? Lebe hier in Frieden. What? Bekehrter Züchter. Die Ärmste. Die einzige Frau in diesem Dorf. Nee, komm. Lebe hier in Frieden. Bekehrter Züchter. Okidoki. Ich glaube 900. Das kann er nicht bekehren. Da sind wir zu mächtig. Also eine sollte wieder gut sein hier. Lege ich da mal auf die Seite. Lotti ist hier. Ich gebe ihm mal was zu essen. Die muss unbedingt wachsen. Ja, ist mal kurz. Oh. War wohl ein bisschen übermüdet. Auch dann gleich wieder beim Tempel auf. Einmal Leertaste ist Tempel. Ich lasse das mal liegen, vielleicht ist es ja dann. Hier könnte wieder ein bisschen mehr Nahrung rein. Die haben ja über 30.000 hier. Holzwünsche, aber wie gesagt, die Wünsche sind eh immer da. Und dann müssen wir jetzt dann schauen. Die Quest können wir nicht machen, weil der Ton ja nicht stimmt. Dann haben wir noch zwei Dörfer vor uns. Und dann kommen wir an seinen Tempel ran. Ja. Mal schauen, vielleicht schaffen wir das, die
dieses eine Dorf in der nächsten Folge einzunehmen oder vielleicht auch sogar das zweite, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Und somit sage ich wieder, vielen Dank, dass ihr da wart. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.